Hallo und willkommen zurück zu einer weiteren Folge der Herr der Ringe Online. Wir haben zwar in der letzten Folge bei unserer Klassenquest aufgehört, aber ich habe mir mit meinen anderen Charakteren mal was hergestellt. Und zwar habe ich mir Rüstung und Waffen und sowas hergestellt und habe das in den gemeinsamen Lagerraum gepackt. Und da habe ich einen Ordner angelegt, der heißt Tauschtruhe. Da ist alles drin, was man eben so tauschen kann. Und wie ihr hier seht, habe ich da jede Menge Zeug drin. Oh, ich muss ja erstmal Platz machen. Ich kann mir mal wieder hier überhaupt nichts leisten. Besser wäre es natürlich jetzt, die Sachen zu verkaufen. Das geht natürlich bei dem Bankier nicht. Deswegen muss das Zeug einfach mal so weg. Ich brauche das ohnehin alles nicht. Dafür kriegt man auch, glaube ich, noch nicht mal Geld. Was sind das hier für Dinger eigentlich? Dringende Angelegenheiten und das. Das Auktionshaus, weg damit. Nimmt nur Platz weg. Ich weiß, wie es funktioniert und benutze es eh nicht. So. Okay, jetzt habe ich zumindest ja schon mal da drin ein bisschen mehr Platz. Ich mache mal hier gleich den Charakterrahmen auf und lege mir die Sachen rein. Also ich habe mir Rüstung gemacht, hergestellt. Ah, man muss es erstmal in sein eigenes Inventar holen. Na gut, dann eben so. Dann machen wir den wieder aus. Ich habe die Rüstung mit kritischem Erfolg hergestellt. Das heißt, man muss irgendeinen Zusatzartikel verwenden. In dem Fall waren es halt Bre-Flachsfasern für die mittlere Rüstung, die der Schneider herstellen kann. Und Wetzsteine für die Waffen und Steinsalze für den Schmuck und so weiter. Und wenn man das dann hergestellt hat, sind diese mit der lilanen Farbe, die sind gekrittet, also die sind besonders erfolgreich gelungen. Und ja, bieten natürlich höhere Werte an. Ne? Also er hat jetzt zum Beispiel 33 maximale Kraft oder was es da gerade war. Wenn es nicht gekrittet wäre, keine Ahnung, wären es vielleicht 25 oder so. Weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Sondern habe ich das hier, das grobe Schurkenrequisit. Es gibt immer einen Klassengegenstand, den ihr ausrüsten könnt. Hier mal ins Charakterfeld. Das ist das hier, dieses Klassenfeld. Und da müsste ich das hier eigentlich reinpacken können. Ihre Stufe ist zu niedrig. Ist sie das? Ja, 20. Schade, ich bin erst 15. Na gut, dann packen wir hier mal die Sachen rein. Ich nehme doch mal an, die Schuhe sind besser. Ja. Die Hose ist definitiv besser. Der fragt mich halt deswegen, ob ich die Sachen nehmen will, weil sie nämlich beim Ausrüsten, das steht ja da, erschaffen von Herast, wird beim Ausrüsten gebunden. Das heißt, wenn er sie anlegt, kann nur noch er sie tragen, sonst keiner. So. Dann haben wir hier ein paar tolle Schmuckstücke. Den zweiten, den muss man dann mal per Hand ausrüsten. Oder vielleicht gibt es da irgendwie einen extra Knopf, den man dann drücken muss. So, habe ich gar nicht geguckt, aber ich denke mal, der ist besser, genau. Zack, Rinder mit. Wunderschön. So, dann haben wir hier auch noch einen Umhang. Das kann alles der Schneider herstellen. Also Schneider scheint für den Schurken ein sehr guter Beruf zu sein. Denn er kann seine ganze Rüstung und eben dieses Schurkenwerkzeug herstellen. Das ist natürlich nicht verkehrt, wenn das geht. Ansonsten ist natürlich der Waffenschmied auch nicht schlecht. Der kann halt die Dolche oder Schwerter oder was auch immer ihr für Waffen benutzen wollt herstellen. Und außerdem kann er diese ganzen Schurkentricks herstellen. Na, da gibt es ja auch nochmal eine ganze Reihe von Sachen. So Murmeln oder so, mit denen ihr die Leute verlangsamen oder betäuben könnt oder sowas und irgendwelche Pülverchen und so. Also da gibt es ganz, ganz viele Sachen. So, wie ihr jetzt seht, ich habe also alles lila ausgerüstet. Meine Werte sind hier wahrscheinlich deutlich höher geworden jetzt, deswegen. Ich dürfte also auch mehr Schaden machen, ich müsste mehr aushalten. Ich habe geguckt, dass ich mir Sachen herstelle, die möglichst viel auf entweder Beweglichkeit oder Vitalität oder sowas geben. Ich glaube, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber ich denke doch mal, der Schurke, der wird eine ganze Menge an Vitalität brauchen. Wenn ich da falsch liege, dann könnt ihr mich da sehr gerne berichtigen. Es ist ja leider sehr häufig so, dass sie das mit vielen Updates immer wieder ändern. Also ich weiß zum Beispiel, war es früher so, dass der Hüter, glaube ich, ging immer auf Macht und ich hatte den ganz toll auf Macht geskillt und alles super und irgendwann haben sie es umgestellt und dann war Beweglichkeit das Wichtigste für den. Oder es war genau umgekehrt oder so. Das war auf jeden Fall ziemlich blöd, weil man dann ja die ganzen Tugenden und so, alles, was einem möglichst viel Macht gibt, alles geskillt und alles gelevelt hätte und auf einmal ist Macht überhaupt nicht mehr so wichtig. Hm.
Und ich glaube, beim Schurken ist es Beweglichkeit. So, jetzt gehen wir wieder zurück in das, wie hieß die gute Dame? Bla 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 Anwesen, weiß ich gar nicht mehr. Steinufer, nee, Seichtufer, so heißt es, genau, Seichtufer Anwesen. So, und dann machen wir hier doch mal unsere Klassenquest. Ah, Seid so. gegrüßt. Ich bin froh, dass ihr meine Nachricht erhalten habt. Ich denke, dies wird euch wahrlich hilfreich sein. Na, mal Schweigt sehen. doch und nehmt etwas Tee. Hallo Millimack, ihr habt als Schurke schon einiges Talent bewiesen. Naja, aber wir wissen beide, dass das noch nicht ausreicht. Ein guter Schurke ist einfach nicht gut genug, wenn die Aufgaben nach einem ausgemachten Schurken verlangt. Nee. Vielleicht ist es ja noch nicht zu spät. Ich weiß von einem äußerst fähigen Schurken und es könnte gut sein, dass ihr von ihm genau den Rat bekommt, den ihr benötigt, um besser als gut zu werden. Aber vielleicht auch nicht. Ausprobieren kostet jedoch nichts. Ihr findet Azeroll, Tuck in Arthurs Lager westlich von Bree zwischen diesem Ort hier und Bockland. Wenn ihr das Talent dazu habt, ein wirklich hervorragender Schurke zu werden, dann wird Azeroll Tuck es vielleicht aus euch herauskitzeln können. Das klingt doch vielversprechend. Wir bekommen ja auf jeden Fall einen Helm, der tatsächlich sogar besser ist als den, den ich gerade selber hergestellt habe, und den Titel Millimack Dieb in der Nacht. Das nehmen wir natürlich an und begeben uns mal zu Arthurs Lager. Das ist sowieso gar nicht schlecht, weil wir müssen ohnehin Richtung Bockland wieder zurück. Denn da haben wir ja die Aufgabe einmal von Bingo Boffin, dass wir mit seiner Base, also seiner, was ist es, Cousine, reden sollen. Und mit Lenglin, der ist außerhalb vom Bockland im Breeland noch, aber sozusagen kurz vorm Eingangstor von da. Da vor uns, da tut sich die Baustelle von Arthurs Lager auf. Da hatte ich ja schon in der letzten Folge erklärt, glaube ich, war es die letzte Folge, kann sein, dass hier ein neues Gasthaus gebaut werden soll. So, ich mache jetzt mal wieder die Namen an, dann finden wir den Typen schneller. Hier ist er. Und dann quatschen wir den mal an. Der wird uns jetzt in eine kleine Instanz mitnehmen. Und ja, da müssen wir halt irgendwelche Schurkensachen machen. Seid gegrüßt, Millimack. Ich vergebe euch, dass ihr mich davon abgehalten habt, diesen köstlichen Braten dort zu stehlen. denn ihr könnt mir vielleicht bei etwas helfen. Ich habe erfahren, dass eine kleine Gruppe von Räubern vorhat, sich auf den Hof des alten Maggots im Bruch zu schleichen und dort einige sehr preisgekrönte Pilze zu stehlen. Die Pilze sind eine wahre Köstlichkeit und es wäre einfach eine Schande, wenn es den Räubern gelänge, Maggot zu bestehlen. Wenn hier überhaupt irgendjemand Pilze stiehlt, dann sind wir das, nicht wahr? So, das ist eine Solo-Aufgabe, man kann also niemand anderen mitnehmen. Und dann reisen wir mal dahin. Der Hobbit-Schurke Aterol Tuck hat erfahren, dass einige vom großen Volk, die im Südviertel des Auenlandes für Ärger gesorgt haben, einen Überfall auf das Land von Bauer Maggot vorhaben und seine Pilze stehlen wollen. Aterol hat nicht vor, die Hobbit-Pilze den Menschendieben zu überlassen. So. Kann ich euch irgendwie behilflich sein? Meinen Informationen zufolge wollte der Schwarzwort-Vorratshändler heute Nacht einige seiner Kumpanen hierher schicken, um so viele Pilze zu stehlen, wie sie tragen können. Ich werde hier Wache halten. Sucht den Hof nach Räubern ab und macht ihnen möglichst leise den Garaus. Wir treffen uns hier, wenn ihr mit ihnen fertig seid. Bleibt wachsam, die Nacht ist dunkel und die Räuber könnten sich überall auf dem Hof versteckt halten. Ach, und sammelt auch direkt ein paar Pilze auf. Kein Dieb, der was auf sich hält, würde Maggots Hof ohne ein paar seiner leckeren Pilze verlassen. Passt aber auf seine Hunde auf. Wenn ihr ihnen zu nahe kommt, nehmen sie eure Fährte auf, ganz egal, für wie schlau ihr euch auch haltet. Besiegt Schwarzwald Pilzdiebe 8 Stück, sammelt einige von Bauer Maggots Pilzen auf. Oh. Okay. Gut, na dann, würde ich sagen, wir versuchen es hier mal mit Schleichen. Schleichen uns mal von hinten an, werden irgendwie einen rätseln und den anderen besiegen. Hoffe ich. Hehe. Ha! So, dann müssen wir nämlich nur gegen einen kämpfen. Erstmal. Ha! Ja! Sehr gut. Wunderschön. Und den erdolchen wir hier auch gleich noch.
weiß jetzt nicht mehr ganz genau, wie das mit den Hunden war. Es kann schon sein, dass man von denen irgendwie nicht entdeckt werden durfte. Wir haben hier auch übrigens eine neue Tat verliehen bekommen. Besiegt Räuber im Auenland. So, wenn man denn von hinten anschleicht und das hier macht, dann müsste man ziemlich viel Schaden machen. Ja, auf jeden Fall hat es gekrittet. So, die Hälfte haben wir. Ich habe noch gar keine Pilze gesehen, ehrlich gesagt. Schleichen. Und dann werde ich hier wieder einen rätseln. Das ist gerade abgelaufen. Sehr praktisch. Und den anderen angreifen. Müssen wir lernen, ein bisschen strategischer vorzugehen. Das mache ich meistens nicht. Okay, wir brauchen nur noch zwei. Dann muss ich irgendwo noch die Pilze finden. Wahrscheinlich muss man dann da aufpassen, dass einen die Hunde nicht erwischen. Schön von hinten ran. Hier, Pilzdieb. So, jetzt konnte ich den einen noch nicht rätseln, weil es noch nicht wieder abgelaufen ist. Das wäre also mal was, falls man das irgendwo lernen kann, dass man da weniger Abklingzeit drauf bekommt. Das wäre natürlich nicht schlecht. So, noch sehe ich keine. Ah, Margots Pilze. Dum, 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 dum. Ich weiß nicht, ob die Hunde irgendwie dargestellt werden. Als Augen oder so. Ich will auf jeden Fall warten, bis das Schleichen wieder geht. Zack. Na, dann geht auch hier, das wird hier immer aktiv stehlen. Dass wenn ich mich jetzt an einen NPC ranmache, dass ich den sozusagen beklauen kann. Und immer wenn ich eine Aktion ausübe, dann werde ich halt wieder sichtbar. So, dann machen wir uns gleich wieder unsichtbar. Wie gesagt, ich weiß nicht genau, ob hier wirklich Hunde rumlaufen. Es gibt irgendwo eine Quest, da muss man vor den Hunden aufpassen. Und ich weiß, dass ich da früher sehr häufig dran gescheitert bin, weil die mich immer gesehen haben. Okay, das hätten wir also. Gut, sprecht mit Aterol Tuck. Dann mache ich mich erstmal wieder unsichtbar und gehe einfach den gleichen Weg zurück, den ich gekommen bin, weil da waren ja gerade eben keine Hunde. Besten außenrum. Hüpf. So, der war ja jetzt hier irgendwo auf der anderen Seite von dem Ding. Da hinten, da sehe ich den Ring schon. Sehr schön. So, guten Tag. Was benötigt ihr? Ihr habt gute Arbeit geleistet, Millimack. Ihr seid im Mondlicht und Schatten so vertraut, wie man es von einem Schurken erwarten kann. Hört ihr das? Bellen die Hunde? Hier, was war das für ein Geräusch? Der wird so schnell keine Pilze mehr stehlen. Okay, das haben wir. Ich glaube, wir kriegen jetzt eine Klassenfähigkeit auch, oder? Kann ich irgendwie behilflich sein? Oder nur das? Mal gucken. Ich setze mir auf jeden Fall mal den Helm auf. Der ist ja, wie gesagt, tatsächlich ein bisschen besser. Ich weiß nicht, ob man Schicksal wirklich braucht. Ich meine, das ist ja jetzt eine Aufgabe, die man für eine Schurkenaufgabe bekommen hat. Einen Helm. Ja, wir haben ja irgendwas, was nur Schurken machen, bekommen. Vielleicht ist dann dieser Helm da auch einzigartig für. Und wenn es da Beweglichkeit und Schicksal für gibt, vielleicht ist Schicksal doch nicht so unwichtig. Ich weiß es nicht. Ich dachte, sowas wie Schicksal und Wille ist immer eher für alle magischen Leute wichtig. So, ich setze mir den auf. Und dann gucken wir mal, was wir hier noch so bekommen haben. Schließt die Aufgabe ein Dieb in der Nacht ab. Okay, da gibt es dann später noch mehr. Grausame Chancen und Bluten ist besser. Und dann kriegt man eine Fertigkeitseigenschaft. Na gut, okay, alles klar. Dieb in der Nacht, den finde ich gut. Den aktivieren wir. Wunderbar. So, jetzt sollen wir zu Lenglen und auch mit Priska Boffin reden. Dann reiten wir doch da einfach mal hin. Ich bin jetzt so gut wie da. Hier vor uns, da sieht man im Hintergrund schon den Brandywein. Und der Lenglen, der befindet sich hier oben. Dann wollen wir mal mit dem sprechen. Das ist auch ein Waldläufer, der sich hier oben, ja,
der hier oben kampiert und aufs Bockland aufpasst. Der sieht aber aus, als ob es ihm nicht so gut ginge. Was benötigt ihr? Aragorn hat Hilfe geschickt. Nazgul, 4 weitere von ihnen waren im Bockland. Sie sind schnell nach Osten geritten auf schwarzen Rössern. Ich war so dumm, mich ihnen in den Weg zu stellen, und sie haben mich einfach überrannt. Meine Wunden werden verheilen, aber die Reiter haben eine Spur des Schreckens hinterlassen, um die man sich kümmern muss. Ich brauche eure Hilfe. Bleibt einen Moment. Hinter dem schwarzen Reiter folgten Krähbein, das sind also Krähen, und ließen sich hier nieder. Sie gehören nicht zu den üblichen Spezies aus Dunland, sondern zu einer Gattung, die ich hier noch nie zuvor gesehen habe. Wahrscheinlich sollen diese üblen Kreaturen Bockland und das Auenland bewachen, oder zumindest mich. Denn sie haben angefangen, mich die ganze Nacht lang unentwegt anzustarren. Auch wenn die Krähbein nichts von Bedeutung entdecken, so stellt es doch eine Gefahr dar, dass der Feind uns hier ausspähen kann. Wenn wir seine Speer vernichten könnten, dann wüsste der Feind nicht mehr genau, was an welcher Stelle er zu... wann und... ach, bäh. Dann wüsste der Feind nicht mehr genau, an welcher Stelle er zuschlagen kann. Bitte tötet die Krähbein, die sich südwestlich von meinem Lager niedergelassen haben, nicht weit von hier. Selbst wenn ihr nur ein Krähbein töten würdet, so wäre dies zumindest ein Anfang, um den Feind letztendlich blind zu machen. So, wir sollen 4 Stück davon töten. Bei der Masse von Viechern, die es da unten gibt, ist das überhaupt gar kein Thema. Und ich glaube, dass 4 weniger da auch keinen Unterschied machen würden. Vermutlich. So, da flattert schon die erste. Ich werde sie einfach mal anbrüllen. Ah, da kommen gleich ein paar mehr. So, bitte sehr. Haben wir schon mal die Hälfte? Und dann machen wir das gleiche hier unten nochmal mit dem. Die haben hier sogar Nester, wie man sieht. Zack. Erledigt, das Federvieh. Dann sollen wir nochmal mit ihm da oben reden. Hoffentlich ist er zufrieden damit. Ich grüße euch. Sehr gut, ihr habt diese widerlichen Vögel vernichtet. Der Feind dürfte sich seiner Pläne nun erst einmal nicht mehr so sicher sein. Ich muss euch jedoch noch einmal um eure Hilfe bitten. Bitte geht für mich nach Bockland, denn durch das Hornsignal der Bockländer bin ich auf die Nazgul aufmerksam gemacht worden. So, so. Könnte ich einen Augenblick mit euch sprechen? Ihr sagt, Unterberg ist bei Aragorn? Ich kenne keinen Unterberg. Ich sollte auf einen Hobbit namens Beutlin aufpassen. Ich muss annehmen, dass er derjenige ist, von dem Aragorn gesprochen hat. Ich bin froh, dass er in Sicherheit ist. Das erleichtert mich doch. Es war schon spät am Abend, als ich das Hornsignal von Bockland hörte. Als ich auf die Straße rannte, sah ich, wie die Nazgul Bockland im Galopp verließen. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber sie haben mich einfach überrannt. Ich befürchte, dass sie Beutlin schon gefunden hatten. Die Reiter der 4 sind östlich Richtung Bre geritten. Vielleicht könnten wir erfahren, was sie herausgefunden haben, wenn wir uns im Beutlins Haus in Krickloch einmal umsehen. Das Häuschen ist von einer kleinen Hecke umgeben und liegt unmittelbar südöstlich des Bocklandtores. Wenn ihr dort irgendetwas herausfindet, dann kehrt zu mir zurück. Was immer ihr mir auch berichten werdet, vielleicht können wir so erfahren, was die Nazgul vorhaben. Aber na klaro, das machen wir doch. Auf dem Weg dahin kommen wir nämlich bei der Priska vorbei. Und dann werden wir die nämlich auch gleich nochmal anquatschen. Und ich denke mal, dass wir die nächsten 1-2 Folgen dann im Bockland und im angrenzenden Alten Wald ein bisschen questen. So bis man, weiß ich nicht, Level 17 oder 18 oder so ist. Es gibt da ja ein paar Questen. Kann man dann schön gesammelt am Stück annehmen und dann zieht man da einmal durchs Bockland durch und dann hat sich die Sache auch wieder erledigt. Das ist ein bisschen unübersichtlich im alten Wald, weil man kann halt nicht überall zwischen den Bäumen durchreiten. Es ist ja so ein richtiges Labyrinth, also ja, querfeldein ist immer schwierig. Da muss man echt schon die Wege kennen. So, hier ist Bingo und seine Cousine Priska. Mein Vetter Bingo war so lange nicht mehr hier.
So, und damit nicht nur sie, sondern auch ihre zahlreiche Brut was davon hat, dass der Vetter Bingo mal wieder zu Hause ist, sollen wir die jetzt alle finden. Und wie ihr seht, das sind 7 Kinder, die sie hatten. Die sind hier überall im Bockland verstreut. Ja, das ist natürlich anstrengend. So, die erste ist nämlich schon, glaube ich, da oben auf dem Dach. Der hat uns dann immer so ein paar Tipps gegeben, wo die wahrscheinlich zu finden sind oder was sie halt so gerne machen. Und die eine zum Beispiel, die ist immer da, wo Tiere in Not Wie sind. ist sie wohl hier hochgekommen? Eine gute Frage, aber wenn man natürlich die Dächer voll mit saftigem Gras hat, naja, dann kommen die Kühe auch mal aufs Dach. So, dann liegt, glaube ich, hier hinten irgendwo einer am Heuhaufen. Hüpf, ah, ihr seht, wir sind schon im Krickloch. Da hinten, da ist die Hecke rund um das Haus. Da gehen wir jetzt auch gleich noch hin. Ich würde nur schnell vorher die Kinder zusammensammeln. Lasst mich schlafen, wenn ihr gut erzogen seid. So, da ist das. Das machen wir gleich. Gucken wir erstmal, wo hier die anderen waren. Ich glaube, irgendwo. Hier, da hinten unter dem Zelt, genau. Da ist auf jeden Fall noch mal einer. Immer schön beim Essen. Griffo Boffin. Auf diesem Markt gibt es so viel leckeres Essen. Ach, die Hobbits, sie sind schon süß. Denen ist halt wirklich eine gute Mahlzeit einfach wichtiger als alles andere. So, ich glaube, hier hinten ist irgendwo einer, der für eine Brandybock schwärmt. Oder war der das? Könnte auch derjenige sein, der sich dafür für die Fähre interessiert. Morgen. In Ordnung, ich komme gleich. Ganz schön verpennt die Bande hier. Ist jetzt schon der zweite, der hier nur rumschläft. So, wir sind hier sozusagen schon am Ende vom Bockland. Ja, weiter geht's nicht. So ein kleiner Handwerksbereich. Da unten haben wir ein kleines Stückchen Sumpf. Da ist auch noch eine drin. Die tanzt da irgendwie immer gerne. Die sitzt da, glaube ich, auf irgendeinem Stein. Oder besser gesagt, sie steht da und tanzt eben. Irgendwo hier im Sumpf. Da hinten. Esmeralda Boffin. Wenn wir mal möglichst trockenen Fußes zu ihr gehen. Tanzen kann und sollte man schließlich überall. Jawohl. Gut, dann fehlen uns ja noch zwei, Camellia und Dinodas. So, mal gucken, welchen wir davon als nächstes hier antreffen. Ich glaube, der Dinodas, der ist irgendwie im Respawn-Kreis. Genau, da sitzt er. Und die andere ist da unten. Vor euch steht ein besiegter Hobbit. Die Schweine, ist ja auch süß. So, das ist die letzte. Ja, kann ich euch behilflich sein? Zack, weg ist sie. In den Brunnen gefallen, vermutlich. Dann gehen wir jetzt hier nochmal nach Krickloch und gucken mal, was denn hier so los ist. Uiuiui, das sieht ja nicht gut aus. Ja, die Tür ist kaputt, der Eimer ist umgeworfen und der dicke Fredegard Bolger steht Meine hier Güte! rum. Den sollen wir jetzt verteidigen. Sie kommen ganz nah heran. Kommen nämlich aus dem alten Wald lauter Kräbein. So, einen hätten wir. Oh, beide haben wir schon. Wow. Nicht schlecht. Ja, jetzt haben wir hier die Warteliste für Beute, weil ich bin voll. Krass, mit dem Schlag da vorhin haben wir echt beide auf einmal getötet. Das ist ja nicht schlecht. Ihr habt sie jedoch nicht alle vernichtet. Einige von ihnen sind in den alten Wald geflohen. Ich hoffe, sie kommen nicht zurück. Das will ich für dich auch hoffen. So, jetzt sollen wir wieder mit Lenglen sprechen und vorher nochmal zu Priskas Haus. Dann wollen wir nochmal gucken, ob ihre ganzen Kids da auch angekommen sind. Und ich denke, dann haben wir das für diese Folge auch schon wieder geschafft. Sind wir ja noch mindestens 2 Kapitel im Buch weitergekommen. Ne? Wir waren vorher irgendwie Kapitel 5, jetzt sind wir 7. Hüpf.
wie behält Priska die Kinder alle gleichzeitig im Auge? Tja. So, wir sehen hier, Bert Bartelsmann ist am Westtor von Bre angekommen. Das ist sehr schön. Tut mir wirklich leid, aber ich glaube, wir haben eins vergessen. Na, der hat noch ein weiteres Kind, ein achtes. Da kümmern wir uns jetzt aber erstmal... Naja, wir können mal mit der hier reden. Ringelblume ist in letzter Zeit immer tiefer in den alten Wald vorgedrungen. So, die will nämlich, dass wir dann im alten Wald ein paar Sachen machen. Da müssen wir später sowieso rein. Deswegen, wir können das schon mal annehmen. Und ich würde sagen, wir sprechen jetzt nochmal mit Lenglen. Und schließen Kapitel 7 vermutlich auch nochmal ab. Wir haben hier einen neuen Titel bekommen. Ehrenboffin. Und meine Taschen sind voll. Ich muss unbedingt mal zu irgendeinem Händler und den ganzen Kram loswerden. Was benötigt ihr? Der Ring des Feindes. Kein Wunder, dass Aragorn sich nicht weiter dazu geäußert hat, warum der Feind nach Beutlin sucht. Sollten die Gräber in Fredegards Worte gehört haben, dann wird der Feind auf jeden Fall wissen, dass sich der Ring nicht mehr im Auenland befindet. Dann ist alles verloren. Es wird nicht einfach sein, diese Vögel im alten Wald zu finden. Ich möchte euch bitten, zu Aragorn nach Bre zurückzukehren. Fragt ihn, wie er... was? Hallo, was ist denn hier los? Wie wir diese fürchterlichen Vögel finden können. Okay. Wir sollen also nochmal zurück nach Bre. Das ist schon okay. Das mache ich nochmal schnell. Dann kann ich nämlich da auch meinen ganzen Kram verkaufen. Das sind schreckliche Nachrichten. Während die vier Hobbits, auf die ich gewartet habe, im Moment in Sicherheit sind, steht Bre fast schutzlos da. Wir müssen sofort aufbrechen und wenn die Gräbein den Verdacht des Feindes bestätigt haben, dass sich das, wonach sie suchen, nicht länger im Auenland befindet, dann wird unser Weg umso gefährlicher sein. Der alte Wald ist jedoch ein verworrenes Labyrinth. Oh ja, das sogar den erfahrensten Fährtensucher in die Irre führen kann. Es wird nicht einfach sein, diese Gräbein zu finden. So, dann wählen wir. Warum kann ich denn den hier nicht nehmen? Aha, weil der Stufe 16 ist. Okay. Ah, oh, kein Platz. Gibt es irgendwas, was ich mal aufessen kann? Oder austrinken kann? Das mache ich immer am liebsten, aber ich glaube nicht. Na gut. Dann schmeiß ich irgendwas, was nicht so viel wert ist, weg. Das hier. Zack. 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 Hört gut zu. Okay, es gibt einen, der uns helfen könnte, die Gräbein zu finden, wenn wir ihn denn um solcherlei Hilfe bitten würden. Es könnte jedoch sein, dass er unsere Probleme nicht als die seinen ansieht. Man kennt ihn unter vielen verschiedenen Namen. Die Menschen nannten ihn von jeher Orald. Für die Zwerge war er einfach Forn. Die Elben nannten ihn Yarwain Ben-Ada, den Ältesten und Vaterlosen. Heute nennt man ihn allgemein Tom Bombadil, zumindest die wenigen, die ihn überhaupt zu Gesicht bekommen. Sucht das Haus des alten Bombadil. Es liegt am östlichen Ende der Weidenwinde. Das ist der Fluss, der durch den alten Wald führt. Er wird euch vielleicht helfen, wenn ihr ihn in meinem Namen Aragorn darum bittet. Wenn ihr etwas herausfindet, dann handelt so, wie ihr es für das Beste haltet. Ich wünschte, ich könnte euch bei dieser Aufgabe helfen, aber die Sicherheit der mir Anvertrauten steht jetzt an erster Stelle. Okay. Huh, wie ihr seht, beide Aufgaben sind orange. Das heißt also noch sehr schwer für uns. Ja? Also nur rot wäre noch schwerer. Und die pinken Aufgaben, die sind eigentlich so schwer, dass man sie nicht wirklich schaffen kann. Es sei denn, es ist mit jemandem zu reden. Weil ich hatte schon mal gemerkt, dass egal was für ein Tier das ist, vielleicht haben sie es inzwischen geändert, aber wenn das eine pinke Überschrift hat, dann kann man es nicht töten. Man kann das runterkloppen bis zu einer bestimmten Moral und dann tut sich einfach nichts mehr. Es gibt so viel zu tun. So, sprecht mit Celandin Brandybock in Neubock, Burg im Bockland. Uiuiui. Wunderbar. Okay, dann würde ich sagen... Wir sehen uns dann in der nächsten Folge im Bockland wieder. Und ihr könnt mir natürlich wie immer gerne ein Like da lassen oder ein Abo für den Kanal. Ja, und wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play der Herr der Ringe Online. Bis dann, ciao, ciao.